Geodaten sind ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens, im Beruf genauso wie im Privatleben. Im Privatleben brauchen wir Geodaten für Stadtpläne, für Navigationsgeräte zur Orientierung in der Stadt und in der Natur. Wenn wir eine neue Straße bekommen, einen neuen Straßennamen oder neue Hausnummern verteilt werden, dann werden diese Daten sofort zentral auf unseren Servern gespeichert, sodass jeder, der darauf Zugriff nimmt oder eine Stadtkarte generiert, immer die ganz aktuellen Daten zur Verfügung hat. Das ist ein wichtiger Bestandteil auch für unsere Feuerwehr, auch für unseren Brandschutz. Die Branddirektion freut sich auf die Nutzung des Geoportals München, denn sie bietet für uns eine interessante Möglichkeit, den Einsatzkräften direkt online wichtige Informationen geben zu können. Auch zum Beispiel an unsere benachbarten Kolleginnen und Kollegen vom Katastrophenschutz, die vielleicht an einer anderen Stelle in einem Teil der Einsatzleitung mitwirken. Auch diese haben dann sofort die Änderungen, die sich ergeben. Die Webanbindung, welche die Münchner Branddirektion zusammen mit dem Geodatenservice München bereitstellt, ist eine deutliche Verbesserung in der Zusammenarbeit. Bisher mussten wir die Karten nebeneinander legen und vergleichen. Jetzt können wir das Material direkt in unsere Software einlesen und erhalten so ein Gesamtbild der Lage. Im Bevölkerungsschutz und im Katastrophenschutz ist der Einsatz zahlreicher Organisationen gefragt. Die Vernetzung untereinander ist von entscheidender Bedeutung. Mit dem Geoportal München steht uns ein Informationsdienst zur Verfügung, der unsere Arbeit wesentlich erleichtert. Auch in der Leitstelle können wir verschiedene Dinge eintragen oder überblenden, sodass wir zum Beispiel Gasleitungen hier einblenden können und für die Einsatzkräfte sofort sichtbar machen. Zum Schluss natürlich für die Münchnerinnen und Münchner selbst, wenn wir zum Beispiel Sperrbezirke festlegen für Bombenräumungen. Die Geodaten, die wir zur Verfügung stellen, sind insbesondere natürlich für die Bevölkerung und für unsere Verbände, Rettungsdienste gedacht und werden denen zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise kann die Feuerwehr den Katastrophenschutz, den Brandschutz sicherstellen und ganz viel für die Sicherheit der Münchner Bürgerinnen und Bürger tun.